Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Licht Letters Modern Lettering Tutorial. Heute habe ich dir eine weitere Variante der 3D-Schrift mitgebracht. Und zwar werde ich dir zeigen, wie ich dieses Love Lettering in 3D-Optik, das du auch auf meinem Instagram-Account findest, selber nachmachen kannst und so dein Repertoire an Letterings und Schriftarten um diese coole Variante der 3D-Schrift erweitern kannst. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Love Lettering Tutorial. Für dieses 3D-Lettering brauchst du einfach nur einen schwarzen Filzstift. Ich habe hier den Pointmax von Stabilo. Es tut aber auch ein Staedtler Pigmentliner oder ein normaler Fineliner. Bisschen dicker ist ganz gut. Und wer hat noch einen Brushpen? Ich habe hier einen Ecoline Brushpen. Es tut aber auch jeder andere, beziehungsweise auch eine ganz normale Farbe oder einen Buntstift. Für diesen Farbeffekt, dazu sage ich später nochmal was, sollte der Brushpen wasserbasiert sein und wasservermalbar sein. Ist aber auch gar kein Problem, wenn das jetzt nicht so ist. Nimm einfach, was du gerade da hast. Es geht nämlich in erster Linie um diesen 3D-Effekt. Genau, vor einiger Zeit habe ich dieses 3D-Lettering gepostet auf Instagram. Zum Valentinstag war es natürlich. Wie sollte es anders sein? Und ich zeige dir heute mal, wie du diesen 3D-Effekt hinbekommst und noch ein, zwei weitere Dekorationsvarianten. Okay, zuallererst brauchen wir die sogenannte Outline-Schrift. Das heißt, wir werden unser Buchstaben L nicht klassisch wie ein L zeichnen, sondern eben in den Umrissen. Und hier kannst du schon dich entscheiden, wird es ein L, was einen ziemlich schmalen Rand unten hat, oder bist du eher in dieser Fettletter-Version unterwegs? Das ist ganz egal. Es wird einfach ein Outline-L. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir diese, wie nennt sich das, diese Perspektiven- und Tiefenlinien, Kunstunterricht lässt grüßen, zeichnen. Und zwar gehen wir hier im 45-Grad-Winkel immer schräg nach hinten raus. Und die Linien sollten möglichst parallel sein. Ja, überall da, wo eine Ecke ist im L, zeichnen wir diese Linien und dann verbinden wir die. Und dann wirst du feststellen, das passt vielleicht nicht ganz an den Ecken zusammen. Da ist es nämlich wichtig, dass überall, wenn du so eine Ecke hast, ich zeichne es nochmal hier Größe, was passiert, wenn du die eine Linie sozusagen länger als die andere machst. Ich habe es jetzt mal übertrieben, dann kannst du hier natürlich nicht mehr gerade verbinden, dann wird es komisch. Ja? Also du solltest die Linien ungefähr gleich lang machen und der Trick ist, dass man die Linie links immer ein Stück kürzer, diese hier etwas kürzer als die rechte macht. Etwas kürzer macht, dann funktioniert das auch. Ne? Immer die Linie, die sozusagen links liegt, ein Stück kürzer. Das heißt hier, die auch ein Stück kürzer und dann kann man das sehr gut verbinden. Genau, beim O ist es einfach. Ein O kann man hier natürlich auch in einer runden Variante machen, nur dann wird es halt schwer, wenn ich das so ein O mache. Dann ist der 3D-Effekt ein bisschen schwieriger, zeige ich dir gleich. Ja? Also wir machen das O hier in der eckigen Variante. Und da haben wir nur diese drei Linien. Und verbinden. Genau. Und dann haben wir natürlich noch diese Aussparung vom O. Das wird auch nochmal ein Rechteck O. Und hier haben wir nur die Linie nach hinten. Und diese Verbindung. Ich zeige dir das jetzt noch mal ein bisschen größer. Also wenn das mein Außen-O ist und das mein Innen-O, dann geht hier diese Perspektivlinie nach hinten und jetzt verbinde ich nur hier rüber nach oben, ne? Weil der Schatten sozusagen das 3D-mäßige nach rechts verschoben ist. Und hier kommen jetzt unsere Linien dran. Ups, da hat sich das Papier verschoben. Entschuldigung, das ist eine Ecke gekriegt.
Und so haben wir unser O. Beim V das Gleiche. Ich kann natürlich hier auch ein spitzes V machen und dazu eine Outline. Ich kann es sozusagen so machen. Ich kann natürlich auch hingehen und sagen, ich will ein ganz rundliches, spitzes V. Dann kriegt ihr dieses Problem, dass die Spitze halt sehr, sehr tief gezogen werden muss. Ist aber auch eine Variante. So, wenn ich dieses V habe, dann wieder diese 45 Grad Winkel. Hier geht es parallel runter. Und hier parallel. Und dann habe ich mein V. Ne, hier aufpassen, diese Verbindung nicht zu schräg. Also die sollte möglichst parallel zu dieser Linie sein. Aber das ist auch nicht, also das muss nicht mega exakt sein. Aber so ungefähr sollte es hinkommen. Und beim spitzen V haben wir es dann hier. Ne? Das ist unser spitzes V. Und zu guter Letzt haben wir noch das E. Da ist es auch ganz gut. Da kann man ja auch verschiedene Varianten machen von dem E, wenn hier dazwischen ein bisschen Platz ist zwischen den Linien hier. Weil wenn das so eng ist, seht ihr gleich, was passiert. Ich mache mal eins, was sehr eng ist. Ja. Dann kann man natürlich hier auch so ein E machen. Ja? Wäre jetzt ja auch eine Variante vom E. Wenn wir jetzt wieder mit unseren Linien hingehen, müssen wir die hier wieder verbinden. An jeder Stelle. Und es ist natürlich hier auch ganz gut, wenn die ungefähr gleich dick sind. Ne? Also wenn ich jetzt hier diese Linien sehr lang mache, betreibe jetzt mal. Jetzt kommt das hier natürlich noch ausmalen, dass man unseren Strich nicht sieht. Dann sieht das ein bisschen komisch aus, wenn es hier so schmal ist. So, und hier wird es jetzt wieder ein bisschen tricky. Hier ist diese Verbindung. Und hier geht es gerade hoch. Das heißt, das ist wie bei dem Innen-O, nur dass ich hier noch verbinden muss. Überall in der Ecke. Und jetzt seht ihr, warum ich gesagt habe, das ist ganz gut, wenn hier ein bisschen Platz ist, weil hier wird es sehr knapp. Es geht. Aber man muss sich hier sehr konzentrieren. Das ist was wird. Und ihr habt ja gesehen, ne, ich habe die nicht so kurz, ich habe die nicht kürzer gemacht als die hier vorne, die waren so schmal. Und dann kriege ich hier das Problem. Ich kann natürlich hier noch ein bisschen tricksen, weil es ja ein Schatten ist, indem ich es einfach ausmale und dann hat es keiner gesehen. Und hier male ich jetzt den Schatten aus. Ne? Und das ist eben schon eine erste Variante. Ich kann den Schatten einfach so blanko stehen lassen, wie wir das hier oben bei den ersten Buchstaben haben, beim L. Ich kann den mit einem Muster reinmachen. Also das wäre sowas hier. Ne? Ich könnte jetzt sagen, ich mache hier die Striche einfach mit weiter. Ich kann hier, wie im Lettering von mir, auch Punkte außen hinsetzen. Ich mache es jetzt mal hier innen und hier kann ich auch ein bisschen dichter werden. Also zum Thema Muster, da habe ich auch nochmal ein extra Tutorial gemacht. Da könnt ihr euch ganz viel Inspiration holen, was man alles für Muster reinsetzen kann. Genau, man kann die, wie gesagt, weiß lassen. Man kann auch den Buchstaben schwarz machen und den Schatten, also den Rand weiß lassen. Ne? Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es sollte halt relativ einheitlich in all diesen 3D-Ecken sein. Okay, dann hatte ich ja versprochen, ich zeige euch noch bei dem runden O, wie es geht. Also bei einer Rundung ist es wirklich schwierig. Da müssen wir hier sozusagen unsere Perspektivlinie reinziehen und können dann hier den Schatten rund machen und diese Ecke hier mitnehmen. Ne? Da wird es halt tatsächlich dann
Sowas. Das wäre dann sozusagen der Innenschatten. Ich mache es hier nochmal größer, wenn ich also was Rundes habe. Und will da rein, dann wird es einfach der Halbkreis. Ne? Dann habe ich nicht diese 45-Grad-Linie und außen wird es auch der Halbkreis drumherum. Insofern, bei dieser Art von 3D-Schrift empfehle ich euch, alle Buchstaben in einer eckigen Variante zu machen. Und das, was ich hier euch bei dem runden O gezeigt habe, das ist sozusagen auch der Fall, wenn ich hier wie im Valentinstags-Lettering ein Herz mache. Da muss ich hier nämlich ansetzen, hier rumgehen. Das ist hier sozusagen diese 45-Grad-Linie. Und hier muss ich sozusagen auch rumgehen. Dann habe ich einmal hier, das sind natürlich jetzt keine 45 Grad mehr, ja, relativ flach draußen rumgehen, ein bisschen schmaler werden. Und dann kann ich hier auch noch mein entsprechendes Muster reinmachen. Ja, und dann können wir schon den Schriftzug zusammensetzen im Grunde. Und da gibt es auch zwei Varianten. Ich zeige euch jetzt mal die einfache zuerst. Und zwar, wir rotieren mal weg. So. Fangen wir mit unserem L an. Upsala. Und jetzt, ne, häufig machen wir bei der Graffiti-Schrift oder bei diesen Fettletters, setzen wir jetzt schon den anderen Buchstaben dahinter. Das geht natürlich nicht, weil wir ja erst diese 3D-Linien haben wollen. Machen wir hier unser L. Ne? Jetzt könnte ich meinen zweiten Buchstaben, das O, direkt dahinter setzen. Wir machen das jetzt wie im Lettering, was ich euch als am Anfang gezeigt habe, direkt daneben. Aber dann kenne ich hier den Abstand. Das wird unser O. In der Variante, dass wir den mit Stricheln und hier innen diesen Dreifuß, ne? Ja, also jetzt hier einmal mit wirklich weiß gelassen, jetzt gestrichelt, jetzt kommt unser V. Und je nachdem, wie tief man die Spitze zieht, desto breiter wird es auch. Beim V, wie gesagt, hier einigermaßen parallel. Und hier könnten wir zum Beispiel hingehen und sagen, das wollen wir komplett ausmachen. Und da macht sich eben dieser Point Max auch super gut, wenn man da einfach nur relativ zügig diese schwarzen Flächen ausmalen möchte. So, dann kann man, es bietet sich vor allem an, wenn man ein bisschen krumm gearbeitet hat und einen das stört, dass man das noch ein bisschen ausgleichen kann, das durchs Ausmalen. Und zum Schluss unser E. Ich sag dran denken, dass man ein bisschen Platz hat zwischen den E Balken und hier gehen wir noch mal außenrum. Ja, also es ist ein bisschen mehr Konzentrationsarbeit tatsächlich, dass man den Schrägstrich auch nicht in die falsche Richtung macht. Aber mit ein bisschen Übung kommt man da auf jeden Fall rein. Und jetzt könnte man zum Beispiel hingehen, wenn man möchte, und das E schwarz machen und den Außenschatten weiß lassen. Jetzt können wir aber auch reingehen und sagen, ich will den gerne punkten. Und man kann hier, wie gesagt, im Muster-Tutorial seht ihr das, auch nochmal im Detail die unteren Punkte immer sehr dicht machen und dann dünner werden. Aber hier in den kleinen Flächen vom E braucht man das auch gar nicht. Und dann hat man
hier einen wunderschönen 3D-Schriftzug von Love. Genau, und wer mag, kann hier jetzt sozusagen noch das Herz dahinter bauen, zum Beispiel. Und hier auch noch den 3D-Effekt machen. Vielleicht ist hier so eine Herzlinie ganz hübsch drin, ne? Oder das Herz punkten, kolorieren, bemustern, was auch immer eure Kreativität euch dort eingibt. Genau, das ist also der 3D-Schriftzug. Jetzt könnt ihr, wenn ihr diesen Effekt haben wollt, genau, hier habe ich noch sogar die Buchstaben bemustert, das brauchen wir jetzt gar nicht. Könnt euer Lettering vervollständigen durch einen Spruch. Ihr könnt es, wie ihr es hier seht, einrahmen und dann füllen mit solchen Mini-Icons, zum Beispiel kleinen Herzchen, Musik, Noten, Konfetti, Bubbles. Und für diesen farblichen Splash-Effekt könnt ihr gerne mal in mein Farbentutorial reinschauen oder auch in die Graffiti-Schriften von Click und Now. Da erkläre ich euch ganz genau, wie man diesen Farbeffekt dort erzielt. Was jetzt aber noch ganz hübsch ist, ist einmal, wenn ihr diesen Brush Pen nehmt, ihr könnt hier natürlich auch den Rand sozusagen einfach ausmalen und auch hier zum Beispiel die Muster nutzen, um kleine Farbakzente zu setzen. Das ist eine schöne Variante. Schaut, dass ihr da regelmäßig bleibt. Könnt hier auch wieder reingehen und vielleicht sagt ihr euch, oh ja, hier, der möchte ich das ausmalen. Beim Ausmalen mit dem Brush Pen darauf achten, dass ihr immer von einer Richtung in die andere geht, nicht so durcheinander. Dann sieht man nämlich da überall den Effekt. Könnt ihr hier das V zum Beispiel ausmalen. Oder hier beim Herz noch. Das ist eine schöne Variante. Und sogar könntet ihr hier jetzt sagen, die Punkte, die gehe ich auch noch mal mit der Pinselspitze vom Brush Pen nach. Genau. Und was ihr auch super mit dem Brush Pen machen könnt, ist kleine Herzchen setzen, ne? Indem ihr die Pinselspitze aufsetzt. Spitze zeigt nach unten und in eine Richtung geht und dann Pinselspitze dreht. Also die Spitze zeigt sozusagen zu euch selbst, aufsetzen und dann dreht ihr die Hand oder ihr dreht das Papier, die Pinselspitze zeigt immer noch zu euch. Ne? Also blöd wäre, wenn ihr so macht. Ne, dann wird es kein Herz. Also diese Richtung sind sozusagen falsch, dann werden es so Blütenblätter oder ich weiß nicht, was für, doch so Tulpen könnt ihr damit machen. Aber für die kleinen Herzchen, die Spitze immer auf euch gerichtet und könnt dann hier euer Lettering noch ja, dekorieren. Und für die kleineren Herzchen, also wenn ihr die Pinselspitze komplett aufsetzt, ne, dann wird sozusagen das großmögliche Herz. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass es nicht so ausläuft. Also Kurzdruck und Druck wieder weg. Und wenn ihr so ein kleineres Herzchen wollt, dann dürft ihr nicht so lange und so stark ausdrücken. Dann nur ein bisschen aufdrücken. Und dann könnt ihr auch solche ganz feinen kleinen Herzchen dahin machen. Ja, das also soweit zu dieser 3D-Schrift und zum 3D Modern Love Lettering. Wenn dich jetzt auch das Buchstaben- und Modern Lettering Fieber gepackt hat und du direkt selbst loslegen möchtest, dann habe ich da noch was für dich. Und zwar meinen kostenlosen Happy Birthday Modern Lettering Guide. Damit kreierst du einzigartige Letterings für jeden Anlass und gibst deinen Glückwünschen und Party-Einladungen wirklich den Wow-Effekt. Den Guide kannst du dir gratis downloaden auf meiner Website lichtandletters.com. Das habe ich dir hier unten auch nochmal verlinkt. Schau da also auf jeden Fall vorbei.
Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß und sag ran an die Stifte and let's Licht and Letter.